Aber Minecraft ist echt ein cooles Spiel. Ich freu mich ehrlich gesagt echt auf die Shader. Ich hab so Bock auf die Shader, ne? Wenn ich will das Game so gut sehen. Ja, ich frag mich. Wow, Underman, ein Bit! Wow, Underman, danke für diesen einen einzigen Bit. Für diesen. Mhm. Das ist ein Cent, ne? Stimmt, das ist ein Cent, Digga. Danke für einen Cent, Underman. Bitte. Damit hast du dir auf jeden Fall Zugriff auf meinen OnlyFans-Account, steigen. Oh, geil. Bruder, Junge. Aber ein Cent, Digga. Ein Cent ist ein Cent? Ja, ja. Ein Cent dichter an meine Million, Digga. Weißt du, ich spare übrigens schon meine zweite Million, Underman. Wusstest du das eigentlich? Weil ich meine erste Edie zusammenkriegen werde, habe ich mich direkt auf die zweite konzentriert. Ich glaube, du sparst auf die erste Milliarde. Ja, auch auf die zweite, Digga, weil ich die erste halt eh nie zusammenkriegen werde, also würde ich halt eher auf die zweite sparen. Stehst du, Digga? Niemals nie. Hm. Ich glaube, also ganz ehrlich, ich meine, wenn ich am Montes stelle, wäre ich auf jeden Fall Millionär. Weil ich nicht wüsste, wohin mit meinem Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich frage mich wirklich, wie Montes schafft, sein ganzes Geld immer so auf den Kopf zu hauen. Also legit, das frage ich mich wirklich. Wenn ich so sehe, was er so verdient, dann sehe ich mir so an, was er so hat. Und wie schafft er das so? Ich meine, erstens, was zur Hölle willst du mit einem 500-Euro-T-Shirt? Also, Bruder. Ich finde es geil. Würdest du dir, Anaman, in Montes seiner Situation ein 500-Euro-T-Shirt kaufen? Oder ein 600-Euro-T-Shirt? Wirklich? Ja, wenn es richtig geil aussieht von Versace. Ja, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, wenn ich ein T-Shirt sehe, ich glaube, das Höchste, was ich jemals für ein T-Shirt ausgeben würde, wären 60 Euro, Alter. Aber wirklich, das wäre für mich Obergrenze. 60 Euro für ein T-Shirt wäre Obergrenze. Das teuerste T-Shirt, was ich bis jetzt in meinem Leben gekauft habe, war, ich glaube, 40 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, ich bin mir echt überlegen, dass ich mal wirklich ein Versace T-Shirt kaufe. Was hast du davon? Ich finde das so schön. Das kostet halt 195 Euro, aber es sieht so geil aus. Ja, wenn du es geil findest, es dir gefällt und du es kaufen willst vom Preis her und so, mach es, Anaman, mach es. Statt 500 Euro. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es ein Fake-Scout, ich habe keine Ahnung. 500 Euro T-Shirt an. Ja, aber was bringt dir das so? Weißt du, wen juckt es so? Ob das ja, 500 wenn ich streame oder so. Mit Facecam oder was? Ja. Wann machst du... Ich könnte mit dir jetzt wetten, dass du in den nächsten 3 Jahren keine Facecam hast. Ja, das könnte sein. Aber warum sollte ich mit Facecam streamen? Ja, das findest du generell nicht, da hast du auch wieder recht, Anaman. Ja. Ja, also warum machst du es denn als Argument? Will jeder meine Hackfresse sehen oder was? Naja, keine Ahnung. Ich meine, du ziehst halt nichts durch so. Du machst halt gefühlt gar nichts so wirklich durchgehen. Du fängst es an, du machst ein bisschen, dann bist du wieder weg, Alter. So wie geht es dir? Bin seit dem Projekt dabei, wo du und Underman in den Berg gebaut habt. Das war, glaube ich, ist ganz gut, das ne? Alles cool und so. Achso, du hast die Nachricht normal geschrieben, achso, okay. Richtiger OG. Was geht auf jeden Fall, Digga? Was geht? Aber du hast einen schönen Tag gehabt, schönes Leben, was auch immer. Stich. Ja, keine Ahnung, wenn man jemanden so lange nicht mehr sieht. Ich meine, wann habe ich das Video hochgeladen damals? Die erste Staffel ist, glaube ich, fast 7 Jahre alt. 7 Jahre fast, Alter. Die ist, glaube ich, 6,5. Ich glaube, die ist irgendwie. Ja, die ist aber über schon 6 Jahre alt, Alter. Ich weiß nicht genau. Jahre schon, ja. Überleg einfach mal 6 Jahre, was in diesen 6 Jahren alles passiert ist, Alter. Ja, Corona ausgebrochen. Ja, Corona ist letztes Mal geil. Ah, im Stuff. Aber ist schon krass, was alles passiert ist in der Zeit. Zum Beispiel das eine Let's Play war urgeil, Alter. Ja, das kostet wieder 5 oder was? Du auch gezockt hast. Danke. Und wo du diesen Minenschacht gebaut hast, Du meinst das Solo-Projekt damals, ne? Ja, urgeil. Ja, wo ich da so ein riesiges Zugding reingebaut habe. Aber ich find's krass, wie viel ich damals gebaut habe und wie wenig in Anführungszeichen ich jetzt baue, Digga. Gefühlt habe ich damals irgendwie mehr gebaut, ich weiß nicht wieso. Aber es fühlt sich so mehr an. Mehr als ich? Also ich habe damals ein Solo-Projekt gemacht, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich da hatte, ich glaube 180 oder so, glaube ich. Was habe ich da alles gebaut? Ich habe eine große Scheune gebaut gehabt, ich hatte einen Bahnhof gebaut, ich hatte ein Hotel sogar, ich habe ein riesiges Hotel gebaut gehabt. Ich hatte eine Burg gebaut, ich hatte, Gott, was habe ich da noch gebaut? Ich habe ein Haus gebaut, ich habe einen Unterwassergarten sogar gebaut, der mitten im Wasser war. Mhm. Ich habe einfach im Wasser so eine Art, so aus Glas einfach so ein Viereck ausgehöhlt, wo ich dann noch einen Garten reingebaut habe, was mega geil aussah, aber es war scheiße aufwendig. Ich habe so lange dran gesessen und die Scheiße gebaut. Ich hätte schon Bock drauf, ganz ehrlich. Ich hätte auch mal wieder so Bock auf ein Projekt, so nicht so LPT-mäßig, sondern einfach mal so, keine Ahnung, einfach nur mit Leuten, die ich halt so kenne und immer wieder
Hör mal so auf, entspannt sowas mal zu machen. Nice. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Kann ich mitspielen? Ich glaube heute nicht mehr, Bruder, weil noch ungefähr 10 Minuten. Also ich glaube, das wird sich auch nicht mehr für dich lohnen, jetzt noch so reinzukommen. Aber also, ich weiß ja nichts, was wir zocken sollen, Mann. Was wir zocken. Was auch hochqualitativ ist. Was meinst du denn jetzt? Weißt du ein Spiel oder was? Keine Ahnung. Ja, sicher. Keine Ahnung. Boah, ich Scheiße. Bin jemand. Läuft. Ja, okay, Annika, alles klar. Also man Lava schwimmen gegangen. Man kennt ihn. In Fortnite, das wird eh schon gezockt mit mir. Scheiße, ich hab nur mir gekauft. Okay, kann ich dir eine FA schicken? Ja, die kannst du gerne schicken. Aber ich werde die keine FA schicken, damit du Bescheid weißt, weil ich adde nur noch Leute, die ich kenne, so, weißt du, in meiner FL. Es ist nicht, aber wir kennen uns halt einfach nicht, das ist halt einfach so. Und wenn wir doch, kennen, dann, sich da, dann bezieht sich das Kennen nur einseitig. Hier, natürlich kennen wir uns nicht. Aber ich will auch nichts dran ändern, Anna, wenn ich echt bin. Ja, eh. Ja. Ich fahr sicher nicht nach Deutschland, außer nach Bayern. Das ist schön für dich, Anna, man. Das ist großartig. Alter, verstehe ich auch die Sprache. Das ist schön für dich. Das ist großartig, Digga. Benning hat das Spiel verlassen. Alles klar, der. Du warst doch da, Alter? Warst du echt noch am Stadion? Ich hab gar nichts gesagt die ganze Zeit, Junge. Ja, weil sie doch gemütet hat. Ich glaube, die ganze Aufnahme kannst du auf mich und Anna-Man und ab und zu Annika durch runterbrechen. Ja, ich nur, wenn ich 10 Meter von meinem Mikrofon entfernt sitze. Jetzt aber nicht mehr. Ich war die ganze Aufnahme bestimmt. Okay, cool. Achso, ja, aber doppelt gehört hab. Stimmt, jetzt höre ich zu dir. Achso, ja. Wegen doppelt und so. Nee, ich muss jetzt arbeiten. Ja, jo, hau rein, ey. Viel Spaß auf Arbeit. Danke. Okay, wie heißt du auf Xbox, Bruder? Auf Xbox, ja. Erst sagen, dass du mich seit Jahren auf YouTube kennst, und dann kennst du meinen Gamertag nicht. Oh, Jonas Lava. Oh, shit. Oh, lol. Ich hab eine lokale Karte. Das ist großartig. So, jetzt zimmer ich die Bäume hier hinten noch an der Seite weg. Dann hau ich nur noch künstliche Bäume hin, dann passt das alles. Epic-Name. Er braucht nicht den Epic-Namen, er braucht den anderen Xbox-Gamertag, Bruder. Das, was du geschrieben hast, ist mein Epic-Name. Mit dem kann er nichts anfangen. Lull. Jetzt seid ihr mal ehrlich, Leute. Von einer Skala von 1 bis 10, Swagger Sinker ist auch ein cooler Name, oder? So, Real Talk, Digga. Jo. Swagger Sinker, Digga, ich bin. Das haben 8. Ja, das ist schon 8, würde ich auch sagen, ja. Schon ein kreativer Name, würde ich sagen. 2013 war bei mir das Schicksalsjahr. Da habe ich meinen eigenen PC bekommen. Schicksalsjahr, ich habe meinen eigenen PC bekommen. Ich habe so. Das ist einfach Schicksal dieses Jahr, Digga, weil ich einen PC gekauft habe. Weißt du, da habe ich auch noch kein 10-Finger-System. Also. Weil das Tippen jetzt, ne? Ja, das Tippen. 10-Finger-Tastschreiben. Ja. Da habe ich noch nicht schreiben können. Jetzt kann ich schreiben. Ich kann 10 Finger ein bisschen, aber nicht schnell. Also mein Tipp ist halt noch besser. Ich mag. Ich will in 10 Minuten 2000 Wörter schreiben können. Ich mach. Ja, warte, in 10 Minuten 3400 Anschläge. Das ist überdurchschnittlich. Ist das so ein Schwanzvergleich-Ding, was ihr gerade macht, oder? Ja. Ah, okay. Nö. Bei anderen E-Kon. Bei Annika wird es ja schwierig, ja. Ne, bei dir wird's schwierig, das ist dir schon bewusst. Oh shit, Anna-Man, Digga. Oh shit, Junge. Was kommt jetzt, Anna-Man? Wie willst du das Content? Also, willst du sagen, dass du einen größeren hast als ich? Aha. Ja, was du konntest. Hast du dich aber selbst gedisst, aber egal. Ah, okay. Okay. Guter Diss auf jeden Fall. Ne? Gute Konfrontation, war mega interessant, ja. Leute. Nice. Warum zur Hölle ist hier Wasser und Sand, Alter? In letzter Zeit schaue ich so viele Dokus an. Ich wollte gerade sagen, Pornos, Alter. Letzte Zeit schaue ich so viele Pornos an, Alter. Ja, das schaue ich mir auch an. Glaube ich dir, Alter, man. Und ich denke ihm an dich. Okay. Oh, wieder rennen, Nessa. So weird. So weird, Alter, man. Ja, warte. Nicht gut weird, eher weird. Wieder mich an, weird. So eher. Weird einfach, Alter, man. Weird. Ah, du liebst mich einfach. Was? Eher nicht, Digga. Weißt du, ich bin einer von den Menschen, die nur in eine Person verliebt sind, Alter. Weißt du, wer das ist? Das bin ich selber, Digga. Weil ich selbst verliebt bin. Ja, das wollte ich gerade sagen in dich selber. Wahrscheinlich. Ich bin einfach selbstverliebt, Digga. Weißt du? Schade, dass es. Weißt du, schade, dass es selbstverliebt jetzt nicht irgendwie. Also jetzt mal Retalk, Alter. Warum ist selbstverliebt sein jetzt nicht irgendwie. Gott, wie ist das nochmal? Ein eigenes Geschlecht. Weißt du, alle sagen immer so: Hier, ich liebe Toaster. Das heißt so und so. Ich liebe das Ding. Frauen, das heißt so und so.
Aber ich liebe mich, Digga. Wie heißt das denn? Dich. Heißt es einfach nur selbstverliebt? Ist das auch jetzt ein Geschlecht oder so? Habe ich ein neues Geschlecht gegründet jetzt oder? Vom gegründet. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht. Vielleicht bin ich der Erste, Digga. Was kommt heute alles? Junge, jedes Mal dieselbe Frage, Digga. Alle wollen so eine Fortnite hören, Digga. Ja, da kommt Fortnite, Leute. Wer war's mal wieder mit Scribble? Jesse, man kann sich ja auch selber lieben. Scribble könnten wir auch irgendwann mal wieder machen, ne? Ja, aber so muss man schauen. 16 Uhr, na 17 Uhr, so. Wäre super, nämlich. Keine Ahnung, mal schauen. Mal gucken einfach mal. Ich werde jetzt 16 Uhr erstmal noch, also noch ein paar Minuten, also ungefähr 8 Minuten geht noch Minecraft. Danach werde ich ganz kurz Minecraft nochmal eine neue Karte öffnen, mal kurz mit dem Modpack ein paar Sachen ausprobieren, was ich mir mal vor Ewigkeiten gekauft habe. Einfach mal gucken, was da so geht. Danach gehen wir ungefähr 16.30 ungefähr, 16.45 werden wir ungefähr Fortnite gehen. Wie heißt du jetzt? Er heißt Zuba. Warte. Ich werde Sat jetzt Zink LP, oder? Ja, ja. Jetzt schaut alle mal das Verkehr rein, Alter. Ah, oh, den Hashtag. Hashtag vergessen, Allman kennt mich einfach nicht, Digga. So viele Jahre schon miteinander gezockt, der kennt auch nicht mal Gamertag, den ich von der 360 schon übernommen hab. Ja, ich hab. Sad, Alter. Hallo. Ich hab so Bock, so einen richtig langen Text schreiben, Alter. Ja, keine Ahnung, schreibe Fanfiction oder sowas. Fanfiction? Ja. War eine Fanfiction. Aber welche Fanfiction? So Hentai oder so? Ja, keine Ahnung, ne. Alter, ich hab wieder was gesehen, Alter, muss ich da was. Nein, ich will nichts über deine Hentais wissen, Digga, die du dir anguckst, Alter. Boah. Weißt du, dein Tentakel-Zeug kannst du für dich behalten, das ist nicht mein Jam, Junge. Sowas nicht. Tentakel? Ja. Aber am Ende ist so einer, der geht bestimmt voll auf Tentakel ab, Alter. Nee, überhaupt nicht. So Thaddeus und SpongeBob-Hentais guckt er sich bestimmt an, Digga. Thaddeus mit den ganzen Tentakeln und SpongeBob mit den Löchern, Digga. Boah. Oder Anime, boah, Digga. Boah, Digga. Boah, Leute. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es sowas gibt, aber ich würde doch schon sagen, dass es bestimmt sowas gibt, Digga. Sicher, es gibt alles. Ja. Anderman gleich googeln. Ja, Anderman sucht schon. Anderman steht schon nach. Ich komm mir gerade den sehr leise. Und gleich hörst du noch, oh ja, Thaddeus. Du hast mir schon immer am besten gefallen. Diese Tentakel, oh, wie du diese biegen kannst. Aber kommst du überall ran, aber wirst du jede Stelle. So, jetzt muss ich hier was hinsetzen, ganz genau. Ich finde Hentai gar nicht so schlimm, außer mit Tentakeln, das ist schon räudig. Mhm. Warum? Ich finde das auch nicht so geil. Anderman fühlt sich gestört, Digga. Warum magst du Hentai nicht, Digga? Warum magst du Tentakel nicht, Digga? Anderman direkt gestört, Junge. Anderman fühlt sich angegriffen in seiner persönlichen Meinung. Aber Stefan, ich gönn dir Lisa von der neuen Serie. Ich gönn dir Lisa von der neuen Serie. Ich weiß absolut nicht, wen, was und was du meinst, Alter, aber okay. Danke, Allerman, dass du mir irgendeine Person gönnst, die wahrscheinlich minderjährig ist, nicht wahr? Nee, ist nicht. Ja, doch, na, warte. Na. Ja, doch, nein, warte. Ja, bei der Serie ist sie 17, aber die ist sicher älter. Natürlich, das ist Schauspielerin, die sind alle älter, Junge. Best. Alle schauen so aus wie, weiß ich, 25, 24, gehen noch auf die, weiß ich nicht, auf die Hochschule, weißt du? Bro, was habt ihr jetzt? Geh ich in die Ei, wurde von Schweini erschlagen? Was? Ja, ich wollte sie einfach noch aus dem Hochschulen. Zack, haben sie mir nie Interesse, Alter. Was ist denn Schweini? Wurdest du von einem Schwein umgebracht? Das kann doch gar nicht sein. Schweine können doch gar nicht angreifen. Ja, in Nether. Ach, du wurdest im. Oh Gott, ach so, okay. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, du wurdest von einem Schwein angegriffen, so ein ganz kleines Schweinchen hier. Oder so ein Scheiß, ich hab dir gar nichts da. Keine Ahnung, was. Ich wollte bloß auf dem Rückweg. Vor allem, warum hast du dem Schwein einen Namen gegeben? Warum heißt es Schweini? Das ist der Ding. Gott, wie heißt das? Namentag? Den. Nein, nicht den Namentag, die heißen das so. Die heißen doch nicht Schweini. Doch, Schweini. Das sind ja ein bisschen andere Pigments. Weißt du, Alter, jetzt in deinem Alter habe ich noch Fußball gespielt mit Freunden, aber egal. Hä, was? Wie kommst du jetzt darauf? Es für Hentai ist zu kitschig. Okay. Da hat es dir noch gar nicht gegeben, Alter, als ich 14 Jahre alt war. Du weißt aber schon, dass es Hentai seit 1900 irgendwas gibt, oder? Ja, ich weiß. Also, schwierig, Bruder. Schwierig. Warte mal, ich habe jetzt 4 breit gebaut, warte mal, machen wir nochmal 5. Machen wir mal 6 draus, genau, machen wir 6 und dann gehen wir hier hoch. So Digga, Lord Schlinge, welche schaust du bitte an?
Alter, könnt ihr jetzt... Warum endet jede Aufnahme immer mit sowas, Alter? Es ist immer so. Ihr kommt immer auf irgendeine sexuelle... Das Endthema. Das Ende von jeder Aufnahme ist immer, was für Pornos guckst du? So, aber so runtergebrochen, wer ist Alter. Wer hat angefangen damit? Was, ich? Ja. Nee, oder? Ja, was ist Spongebob? Was, wirklich ich? Weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Nee, es ist. Ich hab auch nicht aufgepasst, Alter. Glaubst du, ich merke mal alles, was hier abgeht, Alter? Ja, weißt du, der sagt einfach ja. Hat keine Ahnung, sagt ja. So, jetzt gehen wir hier hoch. Satyr hat mit Hentai angefangen. Ich hab nicht mit Hentai angefangen, ich hab's abgeleitet. Ihr seid direkt auf den Zug aufgesprungen, Digga. Du hast abgeleitet, du darfst das nicht. Darf ich hier nicht ableiten, Digga? Nein. What the fuck, hier reitet ein Zombie auf einer Kuh. Verpiss dich. Was? Hier ist ein Mini-Zombie, der auf einer Kuh reitet, Alter. Sowas habe ich noch nie gesehen. Verpiss dich, was willst du von mir? So, der Zombie ist tot, die Kuh ist jetzt frei. Leb im Frieden, Kuh. Oh, ich könnte dich direkt hier einmauern, ne? Du musst die Kuh auch umbringen. Mauer die jetzt ein. Bleib stehen! Infiziert. Scheiße, die heilige mal. Kuh. Ich werde die Kuh jetzt einfach einmauern, Alter. Einmauern, wie in Real Life, oder? Dein Hobby. So, jetzt brauche ich erstmal... Habe ich noch Samen schön am Start? Nee, habe ich gerade nicht. Ich muss kurz was abbauen, bis ich Samen bekomme hier. Komm schon, Samen, hier. Ah, nee, warte, scheiße, sie brauchen Weizen, ne? Die Kühe brauchen Weizen. Jetzt brauche ich wieder eine geile Serie, die ich mir anschauen kann. Weizen. Ja, Boku no Pico hast du schon gesehen, oder was? Nee, keine Anime-Serie. Dann schau dir Mindhunters an. Wie? Mindhunters? Ja, Mindhunter, ja. Falls wissen willst, worum es geht, das geht darum, wie damals ungefähr 1972, glaube ich, war das. Forschung von einem Serienkiller unternommen wurden, wo die versucht haben herauszufinden, warum die das getan haben und haben sich mit den Leuten interviewt. Mit Charles Manson und sowas alles. Mega kranke Serie, Digga. Mega geil. Ja, das kenne ich schon, das Charles Manson und so weiter. Brauche ich nicht mehr anschauen. Ist aber eine andere Herangehensweise, eine komplett geniale Herangehensweise. Also die Serie fand ich mega geil. Ich habe die zweite Staffel so... Ach du Scheiße, ich bin 2 Minuten weg gewesen, auf einmal stehen drei Zombies, Alter. Ich habe schon nie die Doku auf YouTube gesehen. Das ist ja keine Doku, Alter. Ja, gibt's auch eine Doku. Ja, aber ich rede ja von der Serie. Ist die Kuh jetzt einfach die Spawn, Alter? Wird sie verarschen? Die heißt sogar, glaube ich, die gefährlichsten amerikanischen Serien. Ja, die ist auch auf Netflix, die Serie. Wollte ich auch mal angucken. Hannemann, kennst du die Serie Man lebt mit 200 Kilo? Kennst du den? Die lebt er. Nee, die passt nicht. Nee, das schaue ich mir nicht an. Das ist Allemans Leben einfach, Alter. Das ist Allemans Biografie. Ja. Das stimmt. So heißt auch mein Buch, weißt du? Mein Leben mit 200 Kilo. Kampfgewichtiger Kampfkoloss! Der Kampfkoloss von Österreich. Kennst du das mit South Park, Alter, mit Cartman? Ich bin nicht fett! Kampfkoloss! Nee. Oder meine Biografie heißt auch, sie nannten mich fett. Und Untertitel, ein Abnehmkurs mit anderen Typen. Meine Biografie wird heißen, Gang geschehen Menschheit. Das ist meine Biografie. Genau so, Digga. Einfach Gang geschehen Menschheit. Meine heißt, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ihr Hurensinn. Alles klar. Ja. Alle Menschen sind wieder beleidigen, Alter. Mein Leben in Österreich. Mein Ghetto-Leben in Österreich. Mein Leben im Schandfleck, Alter. So reinpasst das. Leben am Brennpunkt einfach, die Allerman-Doku, Alter. Erleben Sie diesen jungen Mann, wie er aus dem sozialen Brennpunkt kommt. Das Ghetto schlechthin. Nee, ja. Der erste Satz im Buch, jeden Tag am Wichsen. Das war mein Gedanke. Alles klar. Weil es gibt wirklich SpongeBob-Hentai, ich werde diese Bilder nie wieder vergessen. Warum googelst du sowas, Alter? Schon was von Regel 34 gehört, Alter? Zu allem, was lebt und was existiert, gibt es auch Porno, Alter. Das ist Rule 34. Junge, als ob du das nicht kennst, Junge. Na, also ich nicht. War nur ein Kind. Oh, okay. Lord Schlinge, treib es mit deiner Nachbarin. Was? Mit der Lesben. Ach, Hannemann, Digga, Junge. Werd einmal erwachsen, Digga. Weißt du, woher das Wort herkommt? Was? Lesbe? Das ist von lesbisch glaube ich, oder nicht? Nee, von Lesbos. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin der Boss! Das ist ein Insel, glaube ich. Lesbos, Alter. Klingt wie ein Pokémon, Alter.
Schwalbos, Taubos, Lesbos. Nein, da kommen dort wohnen anscheinend nur Lesben drauf, deswegen. Ah, okay. Klingt aber trotzdem wie so ein Pokémon, Digga. Lesbos. Regel 34 kenne ich irgendwo her, hust, hust, ja, sagen sie alle. Lesbos. Wie gesagt, Lesbos klingt aber wie ein Pokémon, Junge. Schwalbos, Taubos, Lesbos, weißt du? Ja. Oha, drei neue legendäre Pokémons. Let's go. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das, was ich gerade baue, nicht brauche, aber ich nehme es einfach mal mit. Ja, keine Ahnung. Stefan und ich sind wie Bud Spencer und Terence Hill. Oder nee, Stefan? Irgendwie nicht, nee. Warum? Weil einer von denen schon tot ist? Ja, aber früher. Okay. Alter, hast du wirklich musst du was kompensieren gerade, Digga? Ja. Okay. Ist aber noch zu klein, Anaman. Wolltest du irgendwie noch eine Pumpe kaufen oder sowas? Wolltest du nicht ein bisschen aufblasen, Digga? Ah, ich glaube, wenn er zu groß wäre, Digga, würdest du andere Sachen kompensieren und nicht so, wie du jetzt gerade machst, Bruder. Ja, Digga, 27 cm, ich kann auch nichts dafür. 27 cm nie im Leben, kleiner Peter, oder was meinst du, Digga? Kennst du das Lied, Alter? Das gefiel irgendwie aus den 90ern, nee. Alter. Irgendwie ist es meinem Helm. Irgendwie ist es meinem Kopf stecken geblieben, Alter. 27 cm nie im Leben, kleiner Peter. Irgendwie ging das so, ich weiß nicht mehr genau. Ach Gott. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so geht. Woher kennst du das Lied? Ich weiß es nicht. Ich habe damals immer Schallplatten gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh Gott. Ja. Ich hatte damals auch eine Schallplatte von den Ärzten, Alter. Wir wollen irgendwie gegen eines Tages werde ich mich rechnen oder so. Ich werde jetzt alle Mädchen brechen. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Alter. Ich habe so eine Schallplatte immer so gehört, Alter. So auf mega entspannt, Digga. Na, aber schau dir bitte heute die Serie an. How to sell drugs online fast. Nö, tu ich nicht. Das ist wirklich wieder so eine Teenie-Serie, weißt du? Ja, und ich brauche mir den bisschen nicht angucken, ich brauche mir nicht jeden Scheiß angucken, den es irgendwie gibt, Alter. Es geht eigentlich immer um Fitness, ich schwör's dir. Ja, warum soll ich mir das mal angucken, Digga? Ich brauche mir nicht jeden Mist angucken. Boah, ich könnte den Stall anders bauen, warte mal, ich könnte das hier machen, warte mal. Hab ich einfach einen Zaun, easy. Oder? Es ist einfach so. Wie viele spielen mit Freizeit? Was meinst du, Digga? Meinst du jetzt hier RPT? Was meinst du gerade, Digga? Also, wir sind übrigens schon am Ende der Aufnahme, ne? Wir sind schon drüber. Ja. Just said. Wir machen mal ganz kurz hier die Sachen weg. So. Damit ich beim nächsten Mal Bescheid weiß. Nicht, dass ich in der AV hocke und ich weiß, was ich machen soll, Alter. Aber ich hab was. So. So, wir werden auf jeden Fall jetzt noch ganz kurz ein paar Mod-Sachen ausprobieren. Ich will mal kurz gucken, wie das funktioniert. Und danach gehen wir rüber. Es wäre mal geil, wenn sie mal eine andere Serie rausbringen können. Wie was? Hä? Weiß ich nicht, einmal eine richtig seriöse Serie und ohne Spaß oder sowas. So wie Mr. Robot zum Beispiel. Was dabei du für ein Mist, Alter? Soll jede Serie gleich sein, Alter? Nee, aber ich meine jetzt nur. Egal welche Serie, alles endet mit. Ja, das stimmt, ja. Hä, was laberst du, Alter? Nord Schlinger hat das. Digga. Egal welche Serie, alles endet. Ich schau so viel Bullshit, Digga. Ja, Lord Schlinger ist gerade auf seinen Hentai-Seiten unterwegs, Alter. Das stimmt. Naja. Die Aufnahme ist auf jeden Fall heute zu Ende an dieser Stelle, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.